Warum schon wieder? Nicht in der letzten Runde. Nicht in der letzten Runde. Könnt ihr mir nicht anhängen? Nein! 38%! Was könnt ihr nicht machen? Das ist auch scheiße! Oh nein! Jetzt kommen drei Sachen dazu. Na! Na! Nein! Oh! 40%! Kein mehr andenken! Kein mehr andenken! Überhaupt nichts mehr machen kann! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was? Noch eine Runde? Scheiße. Ernsthaft, scheiße. Es darf absolut nichts mehr kaputt gehen. Gar nichts mehr. Ich darf nirgendwo mehr gegenfahren. Ihr wisst gar nicht, mit was für einer Konzentration ich hier gerade sitze. Oh Gott. Nein! Du Scheiß Arschgesicht! Ach, Scheiße! Seh mir, ich habe nicht viel Gelegenheit, mich umzuhören. Oh Mann, ey! Da ist mir gerade das Headset vor Wut runtergefallen. Ach, Ficken! Entschuldigt, dass ich das so sage. Ach, Scheiße! Mann! Ernsthaft, ich habe bald das richtig heftige Gefühl, ich werde dieses Projekt abbrechen, weil ich überhaupt keinen Bock mehr auf diesen verkackten Bockmist habe. Ich denke mir mal, na gut, ja, mach das mal hier, komm, das ist... Komm, du musst das Spiel spielen, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wie du denkst, aber immer wenn ich das dann spiele und aufnehme, ist das dann genau eine Bestätigung dafür, das nicht zu spielen, weil das total scheiße ist. Dazu kommt, dass die scheiß KI hier von den Gegnern sowohl als auch von den normalen Fahrzeugen einfach nur Kacke ist. Sie hupen und fahren einfach beim Ich fahr dich trotzdem kaputt, Junge. Ich fahr dich kaputt. Locker, shit, Digga. Shit, Digga, ich fahr dich kaputt, Junge. Ich schwör auf Aldi. Ich schwör auf Big Mac. Shit. Ja, aber naja. Man kann ja nicht alles haben und ich habe mir wirklich nicht viele Hoffnung gemacht bei dem Spiel. Anfangs hatte ich noch den Optimismus. Na, wird das vielleicht was? Haben die sich verbessert? Naja. Habe ich jetzt gemerkt, wohl eher nicht. Dazu kommt, dass ich ja dieses Projekt jetzt angefangen habe und dummerweise immer sage, so gut wie immer, dass ich ein Projekt auch zu Ende führe. Außer die Kurzprojekte, das sind ja sowieso nur Kurzprojekte, weil sonst würden sie auch nicht Kurzprojekte heißen. Na klar, ist logisch, oder? Versteht ihr das? Ja, ihr versteht bestimmt. Ihr seid ja keine dummen Leute, die das nicht verstehen. Auf jeden Fall, ja, wird es auch wahrscheinlich weitergehen mit Alarm für Cobra 11. Das wird bestimmt nicht das letzte Spiel, was ich hier mache. Weil wenn die Spiele wirklich besser werden, muss ich das ja am eigenen Leibe erfahren. Und dann wird sich das auch zeigen. Ob es wirklich stimmt, was da einige Leute sagen. Was sogar GameStar sagt und alle möglichen Spiele, Magazine. Wobei die Bilanz, anderthalb Runden innerhalb kürzester Zeit,
mit 2% Schaden. Das ist doch mal was, oder? Was meint ihr? Ist das gut oder ist das gut? Ich bin immer nach dem zweiten Versuch eigentlich immer so, beim zweiten Versuch immer so am gelassensten. 3% bei drei Runden, bei zwei Runden und in der dritten Runde finde ich akzeptabel. Wenn das so weitergeht, kann ich 39 Runden fahren und in der 40, weil bei 41% ist man erst so kaputt. Also könnte ich tatsächlich 40 Runden fahren, hätte keine Probleme. Oh. Klar. Es ist logisch. Es ist so logisch. Es ist vor allen Dingen so nett. So nett logisch. Schön. Dadurch haben wir ja den großen Vorsprung jetzt von den auf den Gegner leider verloren. Sehr schön zu wissen. Danke, liebes Spiel. Ich rede mich jetzt darüber nicht auf. Ich sage einfach nur Danke und sag jetzt nur noch Scheiße, fickt euch. Scheiß Arschgesichter. Ihr seid alles verrottetes Fleisch, ey. Ich fress euch auf. Ich bin ein Arschgeier. Ich fress euch auf. So, 11% nach 300 Runden. Okay, kann man mitleben. Ah, Mann. Es macht Spaß. Es macht so viel Spaß. Ich sag da lieber nichts zu. So, die letzte Runde. Und ja, das wird auch wohl hoffentlich nicht mehr so lange dauern, die ganze Aktion hier. Weil so langsam muss man auch eine Aufnahme irgendwie fertig kriegen. So ist mir das momentan reichlich egal, weil ich jetzt durch Shogun 2 Fall of the Samurai immer sowieso länger aufnehme, als ich hochladen kann. Danke, was fit jetzt schon wieder so ein komischer Güter zu glänzen. Weil ich sowieso immer jetzt irgendwie in einer Stunde Länge so immer aufnehme. Und das halt dann immer in 10 bis 15 Minuten Parts packe und deswegen ist mir das wurscht, ob diese Aufnahme jetzt eine Stunde oder drei Stunden dauert. Werdet ihr nicht mitbekommen. Das wird ja nicht drei Stunden am Stück hochgeladen. Wäre ich auch ziemlich bekloppt, wenn ich nicht drei Stunden hochlade, weil das guckt sich sowieso keiner an. Vor allen Dingen kriegt man ja auch mehr Klicks, ne? Wenn man jetzt hier das Video einmal anguckt, ne? So bei einer Stunde, alle 15, na, dann vier Videos sind immerhin vier Klicks bei einer Stunde Aufnahme. Wenn ich das in einer Stunde hochlade, also eine Stunde lang hochlade, so eine ganze Stunde, dann wäre das ja so, dass ihr einen Klick macht und dafür dann eine Stunde sehen könnt. Das heißt, ich habe drei Klicks verloren. Und das würde ja wiederum bedeuten, dass ich weniger Klicks bekomme. Oh Gott, es ist geschafft. Aber das soll jetzt nicht bedeuten, dass ich irgendwie klick. Du bist wirklich gut drauf. Oh nein. Und ihr seid nicht zimperlich. Wir haben da einen Parcours, den nur die Besten schaffen. Du brauchst gutes Timing und du musst die Rampen nehmen, sonst erwischt dich ein Zug. Oh nein. Ich hoffe ohne Zeitbegrenzung, oder? Oh yeah. Klasse. Dann wieder so ein verdammter Waypoint-Scheiß. Oh, ich hatte vergessen, dass der Wagen so unglaublich schnell fährt. Wo bin ich denn? Ja, klasse. Dafür braucht man keine Wiederholung.
Wäre schön, wenn einem vorher schon mal angezeigt wird, wo die Rampe ist. Da ist die Rampe. Wie viel muss ich dafür fahren? Oh, fuck. Perfekter Sprung. Ist zum Glück nur auf Zeit, in Anführungsstrichen. Nee, auch noch mit Gegnern. Oh, 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 oh. Haha. Ha. Hab ich sie verarscht? Ich schüttige. Hab ich sie verarscht? Oh nein, komm schon. Lass mich weiterfahren. Noch ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Wo muss ich jetzt hier runter? Klar. Ist logisch. Oh! Ja, klasse. Hätte man mir auch vielleicht mal vorher zeigen können. Oder vielleicht mal in dem Moment keinen Zug hier längs fahren lassen können, damit ich auch jetzt sehe, dass da der nächste Waypoint ist. Oh, 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 oh Gott. Was macht die hier für einen Kurs? Verdammt. Oh, verdammt. Nein. Stell dich doch mal wieder hin. Wo sind die denn jetzt hin? Hallo? Ah, ich muss gar keine Rampen mehr fahren. Das ist gut. Muss ich jetzt auf die andere Seite. Gut. Mhm. Noch eine Minute für zwei Waypoints. Weil jetzt zwei Waypoints. Waypoints. Mhm. Guter Mann, langes Leben. Passt. Auf wieder zum Ziel. Schön. Das ist gut.